Servus Leute, Powerpyro am Start. Jetzt gibt's mal von Alba Feuerwerk diese kleine Reihe. Ich glaube, die Neon fehlt uns noch. Ich glaube, 5 Stück gibt's insgesamt. Ah, stimmt. Und jetzt gibt's die Eidos, die Alpha, die Ahsoka und die Aeon. Aeon, genau. Auf geht's. Jo. Dann, welche hast du da? Ja. Das ist die Ahsoka. Da hinten guckt's dann aus. Ich habe einfach mal reingegriffen, wenn man jetzt erstmal die. Ja, die Verpackung leidet leider, oder lässt die Batterie leider etwas leiden. So. Dann machen wir mal die Ahsoka, glaube ich, habe ich als erstes, ne? Genau, das war die Ahsoka. So. Auf geht's. Ja. Weißblinker. Hat auch echt was, muss ich sagen. Mit diesem roten Himmel. Das ist unfassbar. Das ist das krasseste Silvester ever. Also ohne Scheiß, Leute, auch wie es hier in der Stadt, wie es hier rumst. Es ist unfassbar. So, also ein ist Feeling. Die Eidos. Genau, Eidos. Titangoldweide mit grünen Blinkstern. Schauen wir mal, ich glaube, die kosten alle um die 3, 4 Euro oder so. Genau. Ich weiß es gar nicht. Ist von Alba, genau. Hat mir jetzt aber die erste besser gefallen, muss ich sagen. So. So, hat mir die erste besser gefallen. Ich weiß schon gar nicht mal, was die erste war. Scheiße. Die erste war die Aeon. Entschuldigung, für noch so. Ah, nee, du hast gerade die Aeon. Die erste war die Ahsoka. Genau. Erst hatten wir Ahsoka. Dann hatten wir jetzt gerade eben die Eidos. Genau. Ahsoka habe ich jetzt am besten. Jetzt kommt Aeon Silberschweibaufstieg mit Silvercracker-Bouquet. Ich glaube, die hatten wir vorhin auch schon mal geschossen. Genau, tagsüber so ein bisschen, noch bevor es jetzt wirklich gedämmert hat. Starke Crackling-Wolken. Sauber, ja. Also zum Warmschießen sind die Dinger echt geil. Ja. Und für den Preis? So, und als guter Letzt die Alpha. Blauer Leuchtspuraufstieg zu Pokalkunde mit blauen Sternen. Oh, blau könnte was für uns sein. Blau und Pokal. So muss das sein. So, jetzt ab geht's. Die Leute freuen sich. Sauber, das war auf jeden Fall die schnellste von allen, würde ich sagen. Ja. Ja, mir persönlich hat aber sogar die erste am besten gefallen mit den Blinkern. Dann würde ich sagen, blau, Crackling und blau ungefähr auf gleicher Ebene. Und die zweite mit dem grünen Stern fand ich jetzt persönlich am schwächsten. Von daher, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche ihr am besten fandet. Zum Warmschießen auf jeden Fall mega geil in der Dämmerung. Mega geile Teile, also besorgt sie euch und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von den Batterien haltet. In dem Sinne, lasst ein Like da, ein Abo und schaut auf Instagram vorbei. Ciao.